Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute haben wir hier ein kleines, sagen wir mal, Hypebeast Review. Ein großes Shoutout an meine besten Freunde. Meine Freundin, die hat auch etwas mitgeholfen, natürlich. Die hat das Geld ausgelegt. Denn die haben mir den zum 18. geschenkt und ich wollte ihn eigentlich sehr, sehr, sehr lange. Und vor allem war ich auch wirklich traurig, dass ich den nicht bekommen habe beim Drop. Labern wir nicht viel rum und fangen wir einfach mal an. Hier haben wir die Box Nike Swoosh, ganz normale braune Box. Und das Etikett. So. Jetzt sehen wir es. Ditten Nike Air Force One Low. Es sind nämlich die Off-White Air Force. Öffnen wir die Box, haben wir richtig nices Packaging. Und was an der Box eigentlich auch sehr clean ist, es ist eine normale Nike Box, die von innen nach außen gewickelt worden ist. Sieht man auch, von innen ist es rot und von außen ist es normale braune, was normalerweise innen ist. Dann haben wir hier sehr nices Papier, so ein Jordan Off-White Papier. Ich habe keine Idee, was man machen könnte. Aber ich finde es an sich sehr cool und viel zu schade, dass es einfach in der Box rumliegt. Wir sehen auch dieses Off-White-Kreuz und hier sind Zweier, was ich ein bisschen komisch finde. Denn in der Collab gibt es gar keine Zweier. Aber das mal beiseite. Öffnen wir das tolle Ding mal. Dann haben wir hier die Schuhe. Die sind wunderschön. So zum Schuh an sich. Er ist natürlich so All-White. Kommen wir nun zu dem Upper. Das hier ist so ein Mesh, also ziemlich weich, fühlt sich auch sehr gut an. Und hier vorne ist das so ein Plastik, so geriffelt, so ein Ripstop-Material ähnlich. Und der Swoosh hier ist aus Plastik und so rangenäht. Und nein, keine Angst, das ist bei allen so, dass es oben nicht richtig bis zum Ende hin genäht ist. Detail hier bei den Laces, nehmen wir es jetzt mal die Lace Bar. Ist aus Suede, Qualität ist eigentlich auch ziemlich nice. Auf der Toe Box sind normalerweise bei Air Force immer Löcher, halt zum Atmen. Und hier sind so kleine Klebe-Plastikkügelchen drauf. Ist einfach mal noch derselbe Look, aber es sind keine Löcher vorhanden. Hier vorne über der Toebox auch sehr schön das Stitching. Und hier wurde wirklich sehr viel mit Stitching gearbeitet, wie gesagt, beim Swoosh und allem. Und hier drunter unter dem Plastik sieht man auch überall Stitching. Wenn wir schon über den Swoosh reden, dann haben wir hier dieses orangene Teil. Dieses Ding, keine Ahnung, das hat Virgil bei sehr vielen schon dieser Collection benutzt. Und es verleiht einfach so einen gewissen Pop. Also es ist einfach sehr nice, ohne das wäre der Schuh ein bisschen langweiliger. Gehen wir weiter zurück. Dann haben wir hier so einen richtig harten Stoff. Natürlich muss es hart sein, weil damit es hinten die Ferse stützt. Aber das hat auf jeden Fall so einen Halb-Finish-Look. Und vor allem auch hier so mit diesen Zahlen. Was steht denn da? HO17, 4 Hashtag bis 9,5 Hashtag. Ich habe mir erstmal überlegt, ob das die Größen sein könnten. US4 würde natürlich klar hinkommen, das sind 36. Aber 9,5 schon eher nicht, weil natürlich gab es die in größeren Größen. Dann hinten am Heel, das, was richtig nice ist, ist sehr iconic. Logo, anstatt einfach das Logo dann zu machen, steht da Logo und der Swoosh auch aus demselben Suede wie vorne. Also sehr nice, sehr gute Qualität. Und auf der Innenseite des Schuhs, was mir persönlich sehr, sehr, sehr gefällt, ist halt dieser Standard Off-White Text. Off-White TM von Nike, Air Force One, Beaverton, Oregon, USA, 1982 und 1982, weil 1982 die Air Force das erste Mal rausgekommen sind. Kommen wir hier einmal zur Zunge. Die Zunge hat auch diesen halb-finished Look. Also man sieht, hier ist gar kein Tag, denn es ist an die Seite. Virgil hat das Tag von mitten auf der Zunge zur Seite hin transportiert bzw. rübergenäht. Und hier sieht man auch so richtig nice dieses Stitching. Die Zunge ist aus demselben Material wie vorne hier die Toebox, also das alles hier unter der Toebox. Und hat auch diesen nut-finished Cut, also die Zunge ist hier noch so scharf, wie man sieht, so ein bisschen edgy. Also wirklich sehr nice Idee. Von innen haben wir dann das Off-White-Logo, dieses Kreuz und The Ten. Und was auch wirklich richtig clean ist, gut, man kann es sehen, da hinten sind so kleine Dreiecke und die sollen zur Fußmassage dienen, während man läuft. Die Midsole ist so durchsichtig, also wie man so sagt, translucent. Dann haben wir hier so ein Air in Quotation Marks, also Anführungsstrichen, benutzt Virgil sehr oft. Und die Außensohle ist normal ganz clean, also sehr simpel. Hier sieht man dieses berühmte Nike Off-White Tag. Zeige ich mal, was da drauf steht. Anfangs kommen die Schuhe mit ein bisschen so geriffelten Schnürsenkeln. Kann man auch sehr schön sehen. Und dann steht da Shoelace. Und dazu gibt es noch weiße Ersatzschnürsenkel mit diesem grünen Ende. Und schwarze Schnürsenkel, welche ich persönlich sehr nice hier bei dem Schuh finde. Steht auch Shoelace hier drauf auf dem Schnürsenkel. Da muss man aufpassen, weil das geht sehr schnell ab. Und wie bei dem anderen, bei dem grünen bzw. weißgrünen, ist hier das Schnürsenkelende so in Farbe gedippt. Und hier ist das Orange, was auch richtig geil zusammen mit diesem Ding hier spielt.
So wie die Schuhe ausfallen, ich könnte euch allen vorschlagen, geht auf jeden Fall eine halbe runter. Das sind Air Force und Air Force fallen sowieso immer größer aus. Und die hier, meinem Gefühl nach, fallen die nochmal etwas größer aus. Also geht auf jeden Fall eine halbe runter oder probiert davor erstmal irgendwo ein Air Force bei Footlocker oder ähnlichen an. Kleines Beispiel, wie es bei mir ist. Ich habe normalerweise in allen Schuhen eine 42,5 und in denen müsste ich eine 42 haben, dann passen die perfekt. Zusammenfassend kann ich sagen, dass es auf jeden Fall einer meiner Lieblingsschuhe aus der ganzen Collection ist. Und es freut mich auf jeden Fall auch, dass die jetzt ein Teil meiner Sneaker Collection sein können. Und welche mir noch fehlen, sind die Blazer. Ja, ihr habt mein letztes Video zu den Off-White-Schuhen gesehen. Ich hatte die Blazer schon mal. Jedoch waren die leider nicht meine Größe und ich musste die verkaufen. Aber ich werde meine noch finden. Keine Angst. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, dann wisst ihr ganz genau, was zu tun ist. Und falls nein, lasst mir ebenfalls den Daumen nach oben da. Vergesst nicht zu abonnieren. Bald kommt ein richtig nices Video. Das müsste jetzt ein, zwei Videos danach sein. Sneaker Collection. Ich tease die Sneaker Collection schon so lange. Doch bald kommt die, keine Angst. Viel Spaß noch mit dem On-Feed. Bis zum nächsten Mal. Euer Mental Slays. Once we lose it, gone forever. Instead of what if, wish we could clone it. You and me, we could own it, transform it and frame it. If we move it, step together, synced in perfect arrangement. So what you aiming for? I'm humble, more settled these days. But I find you very stimulated. An amateur, melting in your laser, hot gaze. Cool vibes flowing with you, waiting in the waves. Breath stroking in the pressure you in. I'm just digging the scene, while he digging on me. On the way back to Queens, move back leather seats. Munchies, let's grab some meats. On the run like two thieves. Time to kill a night young, love just moving, I leave. As if I was cast to play your